Nach diversen Medaillen in den letzten Tagen wollen die deutschen Athleten bei den European Championships auch am Mittwoch zuschlagen. Neben den Leichtathletikwettbewerben stehen auch in anderen Disziplinen Entscheidungen an. Bei den Freiwasserschwimmern wollen am Vormittag vor allem die deutschen Damen angreifen. Beim Straßenradfahren nimmt Lisa Brennauer Kurs auf die nächste Medaille. Auch die deutschen Schwimmer haben am Abend wieder beste Chancen auf einen Podestplatz, Service-Zeitplan der Entscheidungen. Sport1 begleitet die Wettbewerbe im News-Ticker. Maria Curio holt Bronze im Wassersprung nach dem großen Triumph des Duos Tina Punzel. Lou Massenberg ergattert das deutsche Wassersprungteam gleich die nächste Medaille bei den European Championships. Im Turmspringen der Frauen landete Maria Curio mit 308,15 Punkten auf Rang 3. Europameisterin wurde Celine van Duijen aus den Niederlanden. Silber ging an die Italienerin Noemi Bartki. Wasserspringer gewinnen EM-Titel. Tina Punzel und Lou Massenberg haben bei den European Championships den deutschen Wasserspringern die erste Goldmedaille beschert. Das Synchronpaar sicherte sich in Edinburgh im Mixed-Wettbewerb vom 3M-Brett mit 313,50 Punkten den ersten Platz. Rang 2 ging an die Briten Ross Haslam, Grace Wright vor den Ukrainern Viktoria Kesa, Stanislav Olajfatschik. Massenberg hatte zum Auftakt bereits Silber im Team-Event mit Partnerin Maria Curio geholt. Außerdem sprang das Synchronpaar Curio Elena Wassen am Dienstag vom Turm zu Bronze. Schachmann holt überraschend Medaille im Einzelzeitfahren der European Championships. Hat Radprofi Maximilian Schachmann, Quickstep, eine starke Leistung gezeigt und die Bronzemedaille gewonnen. Es gewann der Belgier Victor Kampen-Erzhauchten vor Jonathan Catruvillo, Team Sky aus Spanien. Zwischen den beiden lagen nur 0,6 Sekunden. Golferinnen mit Licht und Schatten. Die deutschen Golferinnen sind mit Licht und Schatten in die Europameisterschaften gestartet. Auf dem Kurs im schottischen Gleneagles gewann die Paarung Izzy Gabsa, Letizia Ras-Anderica in Gruppe A gegen Belgien das im Matchplay ausgetragene erste Vorrundenduell mit 5 und 3. Bei noch drei ausstehenden Löchern lagen die Deutschen also mit uneinholbaren 5-Loch-Gewinnen vorne. Kurze Zeit danach verloren Olivia Kaun, Caroline Lampert in Gruppe B allerdings gegen Frankreich mit 4 und 3. Das Duo steht nach dem ersten von drei Gruppenspielen damit bereits unter Zugzwang, da sich nur die beste Paarung der vier Vierergruppen für das Halbfinale am Sonntag qualifiziert. Am gleichen Tag finden die Partien um die Medaillen statt. Curio greift beim Wasserspringen nach Medaille. Wasserspringerin Maria Curio greift bei den European Championships nach ihrer dritten EM-Medaille. Die 28 Jahre alte Berlinerin zog als Wahlkampfdritte 282,35 Punkte ins Turmfinale am Mittwochnachmittag ein. Auch ihre Synchronpartnerin Elena Wassen kam als Sechste 264,50 eine Runde weiter. Curio, Wassen hatten am Tag zuvor Bronze im Synchronspringen vom Turm gewonnen. Mit Partner Lou Massenberg war Curio zum Auftakt zu Silber im Team-Event gesprungen. Nächste Medaille für Deutschland. Gibt es den nächsten Medaillenregen für Deutschland? Nur wenige Minuten nach Warwick hat Leonie Beck den deutschen Freiwasserschwimmern gleich zum Auftakt der EM im Loch Lomond die erste Medaille bei den European Championships beschert. Die 21-Jährige aus Würzburg schwamm über 5 Kilometer hinter der niederländischen Olympiasiegerin Sharon van Roovendaal in 56,17,8 Minuten zu Silber. Für die WM 2.4. war es das erste internationale Edelmetall. Bronze ging an die Italienerin Rachele Bruni. Die EM-Debütantinnen Lea Boy und Jeanette Spivox landeten auf den Plätzen 12 und 16. Bei nur 17,1 Grad Wassertemperatur folgte Beck, wie alle anderen Schwimmerinnen, im Neoprenanzug, gleich nach dem Start im The Trossachs Nationalpark 30 Kilometer nördlich von Glasgow der Topfavoritin van Roovendaal.
Nach der ersten der beiden Runden hatte das Duo bereits eine halbe Minute Vorsprung herausgeholt. Die Würzburgerin, die im Weltcup bereits als Zweite in Doha auf dem Podest gestanden hatte, musste einen Kilometer vor dem Ziel abreißen lassen, behauptete aber mit am Ende 16,8 Sekunden Rückstand den zweiten Platz. Graf und Mensing im EM-Halbfinale. Medaillenhoffnung. Lisa Graf hat mit etwas Mühe die Vorlaufhürde bei der Schwimm-EM in Glasgow genommen. Die 25 Jahre alte Berlinerin zog als 14,77 Minuten über 200 Meter Rücken ebenso ins Halbfinale am Mittwochnachmittag ein wie die Wiesbadenerin Jenny Mensing auf Platz 5:211,23. Mit der fünftbesten Zeit qualifizierte sich die gemischte 4x100m Freistilstaffel für das Finale am Mittwoch. Warwick schnappt sich Rat Bronze. Beim Einzelzeitfahren der Damen gibt es die erste Medaille für die deutsche Mannschaft. Trixie Warwick hat im Zeitfahren der Europameisterschaften in Glasgow die Bronzemedaille gewonnen. Die 36-Jährige beendete das 32 Kilometer lange Rennen gegen die Uhr auf regennasser Straße in 42:48 Minuten und musste sich nur dem niederländischen Duo Ellen van Dijk 41:39 und Anna van der Breggen 41:41 geschlagen geben. Die zweite deutsche Starterin, Ex-Weltmeisterin Lisa Brennauer, belegte am Mittwoch in 44:40 Minuten den 17. Rang. Für Brennauer war es ein gebrauchtes Rennen. 3 Kilometer vor dem Ende stürzte sie, anschließend musste sie sich auf der Zielgeraden von der 3 Minuten nach ihr gestarteten Ellen van Dijk überholen lassen. Entscheidungen heute: Schwimmen 17:30 Uhr, 800 Meter Brustmänner 17:43 Uhr, 100 Meter Freistil Frauen 17:48 Uhr, 50 Meter Brustmänner 18:32 Uhr, 200 Meter Rückenmänner 18:39 Uhr, 200 Meter Lagen Frauen 18:45 Uhr, 4x100 Meter Freistil Mixed Staffel.